Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Review über Movie Transformer Allspark Power Inferno. Soweit war ich, hatte mit der Rückenansicht von ihm. Mal kurz nach vorne drehen. Also hier kamen eben diese zwei Waffenaufsätze raus. Oder eben, ja, Aufsätze eben. Man dreht eben hier nochmal seine Hand so ein bisschen nach vorne. Und hier ist halt sein Arm ohne Faust. Und dann kann man eben einen von diesen Waffen hier so einsetzen. Das ist eben hier diese erste Waffe, die man einfach dann so hier reindrückt. Sieht jetzt eben ganz nett aus, hat hier oben eben so eine kleine Plastikleiste. Hat jetzt eben nur einen Lauf. Was es nun genau darstellen soll für ein Ding, wenn es jetzt eine Waffe ist oder von mir aus auch ein Riesenfeuerlöscher. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und diese zweite Waffe zeige ich auch noch mal einfach an ihn dran. Moment. Nimmt man halt wieder ab. Steckt die eben hier ran. Muss man eben noch mal richtig drehen. Das Ding hat jetzt, ich hoffe, man sieht so ein bisschen, drei kleinere Läufe. Ist ganz nett. Das ist schwer zu sehen. Auf jeden Fall eben ganz nett. So, jetzt kann man noch eben diese Gimmicks eben auslösen mit diesem Minicon. Eben einmal hier vorne wieder draufstecken einfach. Klappt eben wieder raus und jetzt könnte man es auch wieder abschießen. Das ist halt das erste. Dann kann man das andere zeige ich gleich noch mal, was man noch machen kann. Ist, wenn man das hier nämlich einmal so umklappt, also so seitlich umklappt, bisschen den Arm hoch, damit er nicht im Weg ist. Hier sieht man eine blaue Klappe. Und jetzt kann man hier wieder so eine kleine Dockstation, die aber jetzt eben nichts auslöst, diesen Minicon darauf stecken. Ja, dann ist er eben geschützt und ja, zusätzlicher Schütze oder so sieht. Ganz nett, ist eine nette Idee. Okay, weiß ich nicht. Ich persönlich mache das jetzt nicht so oft. Ist jetzt nichts Negatives oder so, ist eine nette Idee, aber eigentlich das hätte ich jetzt persönlich jetzt nicht gebraucht. Jetzt noch mal eben zu diesen anderen Gimmicks halt eben weiterhin kann man eben nach oben drücken mit der Sirene. Okay. Oder eben man drückt nach unten. Kommt halt eben wieder diese Waffe hochgeklappt und diesmal eben in diesen Robotermodus kommt sie eben komplett nach eben ja, vorne geklappt. Und wie man sieht, es kommt auch im Teil dieser Frontscheibe komplett nach vorne geklappt. Was ich eigentlich ganz gar nicht mal so schlecht finde, wenn die noch so hier hinten zu sehen ist. Weil es gibt auch noch mal so einen kleinen, ja, netten optischen Effekt. Sieht ganz gut aus eigentlich. Jetzt kann man noch Folgendes machen, und zwar diese Waffe kann man so abziehen. Dann hat man sie eben so in der Hand. Und hier sieht man eben schon, ja, so, man griff's und kann man einen halt eben Red Alert in der Hand drücken. Also Inferno. Und dann hat er halt eben eine große Waffe in der Hand. Was mir persönlich jetzt eigentlich sehr gut gefällt, weil das Ding doch relativ mächtig aussieht, so als Waffe. Und ja, ich würde auch hier das so, da man es eben nicht mehr befestigen kann, also das bleibt so, finde ich ehrlich gesagt aber auch, wie gesagt, optisch ganz gut. Gefällt mir sogar jetzt eben, dass man hier diese Scheibe sieht.
Also ich finde eben dieses Repaint von Inferno, hier mal so kurz die Gebrauchsanweisung, ganz nett. Ist eben ein sehr gelungener Transformer. Mal so zu seiner Größe. Moment. So knapp 20, ja, 20, 21 Zentimeter ist er jetzt groß als Transformer. Eben in diesem Roboter-Modus. Hat jetzt viele Sachen halt eben, die man machen kann. Man kann halt eben diesen Longarm hier sein Minicon an einigen Stellen eben hier jetzt oben drauf zum Beispiel platzieren. Sähe jetzt auch mehr oder weniger halt nett aus. Ist Geschmackssache. Also ich finde wirklich, es ist ein gelungenes Repaint und eine gelungene Figur. Und kann die Figur eigentlich nur empfehlen. Also solltet ihr nicht Red Alert in eure Sammlung haben oder sag ich mal doppelte Figuren sammeln, also würde ich euch wirklich eben Inferno noch mal ans Herz legen. Oder allgemein. Ist eine sehr schicke Figur, gefällt mir sehr gut. Und hat eigentlich auch, ja, von der Note her würde ich sagen, ja, eine gute, sagen wir mal 1 minus, 2 plus, eher 2 plus hört sich besser an, auf jeden Fall eine gute 2 plus. Also schon eher eine 1 eigentlich verdient, aber so Kleinigkeiten sind halt noch. Ich sag ja, die Sache mit der Sirene stört mich ein bisschen. Aber trotzdem eine gute Figur, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich sage Tschüss, bis dann.